Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, ein OpenMini ITX Case zu verwenden, um ein super klitzekleines Projekt irgendwie dahin zu basteln? Kommt man von der Leistung hin? Kommt man von der Kühlleistung hin? Wie sehr sieht es mit dem finanziellen Aspekt aus, wenn man auf kleinere Komponenten geht? Ist man da extrem limitiert? Worauf es ankommt und was meine Erfahrungen sind mit diesem heutigen Projekt, was ich euch vorstelle? Das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's! Das heutige Projekt, verdammt interessant, Hydra Mini ITX. Ich will erstmal auf die Hardware eingehen, die wir hier heute verbauen werden. Hauptaugenmerk liegt wahrscheinlich auf das Hydra Mini Case. Ein sehr interessantes Case, ein sehr interessanter Hersteller. Das ist ein italienischer Custom Case Hersteller, der sich klein hält und klein gemacht hat, aber sehr beliebte Cases im Open Bench Bereich und Open Case Bereich liefert, und das Hydra Mini ist eines der wichtigsten Cases im Produktportfolio. Wir haben heute hier die Black Matte Variante sozusagen, aber dieses Case gibt es auch nur in einer verchromten Variante und in verschiedenen gemoddeten Versionen, Sondereditionen und. Hydra bietet hier jede Menge Möglichkeiten. Falls ihr Interesse habt, hier unten ist der Link zu dem Hydra Shop in Italien. Das Ganze ist mit einem MSI Z96 iUnify Motherboard gekoppelt worden. Ein Mini ITX Motherboard, was kaum Wünsche übrig lässt. Z96 Plattform, Support für 13. Generation Intel, und wo wir auch bei dem Thema sind, i7 13700K hier bei diesem System verbaut. Den werden wir auch noch relativ interessant luftkühlen, und zwar mit einem Deep Cool Zero Dark Plus AK400 Lüfter. Zipu-Luftkühler in letzter Zeit haben so einige Sprünge gemacht und so einige Entwicklungen. Vor allem Deepcool, wenn ihr mich fragt. Deepcool, ihr habt es vielleicht gesehen bei Gamers Nexus und anderen amerikanischen YouTubern. Deepcool hat mit ihren Assassin, oder es ging los mit der Assassin-Reihe, und diese ganzen neuen AK-Kühler, die vorgestellt haben, sehen nicht nur geil aus. Gibt es jetzt auch noch mittlerweile durch das Zero Dark, so heißen die, als komplett schwarze Varianten, und kühlen auch noch verdammt gut. Dazu werden wir uns aber ein separates Video nochmal ansehen zu dem Kühler und zu der Kühlleistung in Zusammenarbeit mit dem i7 13. Generation. Als Grafikkarte haben wir uns hier für eine Nvidia Founders Edition entschieden. Das Ganze hat einfach den Grund, dass hier bei dem Case ein sehr interessanter Aufbau ist. Zum einen haben wir das Motherboard auf der einen Seite, durch ein PCI Express Riser Kabel gehen wir auf die andere Seite, und drüben befindet sich die Grafikkarte. Hier ist es natürlich recht praktisch, wenn die Grafikkarte nicht so ein Riesenklöpper ist wie die aktuellen 4090 Karten oder die Custom Modelle aus den 30er Generationen. Wir haben uns hier deswegen für eine Founders Edition entschieden, auch um die Cleanness und die RGB-Losigkeit auch ein bisschen zu bewahren. Dieses System sollte nicht mit RGB protzen. Das Einzige, was hier RGB-technisch am Start ist, ist der super coole Team Group DDR5 Delta RGB-Rahmen. Der darf ein bisschen dahin leuchten, finde ich auch sehr schön gemacht. Mir gefällt dieser Rahmenriegel mit dieser Krümmung wirklich sehr schön. 5200 MHz, 2x16 GB, 32 GB, also hier im System die 7 13. Generation, 3070 Ti, eine 1 TB NVMe, die wir uns von Patriot genommen haben. Und zwar mit Generation 4.0. Also wie ihr seht, hier gar keine Wünsche übrig eigentlich, wenn man ein recht ordentliches System will. Seasonic ist das SFX-Netzteil, weil durch die kleine Bauform muss hier auf ein ganz kleines Netzteil gesetzt werden, und Seasonic hat wirklich hier sehr schöne SFX-Netzteile, sehr leistungsfähige SFX-Netzteile, 750 Watt Platinum-Netzteil. Seasonic Focus ist die Maschine, die uns hier den Saft liefert, um die ganzen Komponenten zu bedienen. Was hier auch noch ganz klar gemacht werden muss, eigentlich muss man fast schon sagen, ist auf Cable Mod zu setzen, weil man hier einfach viel schöner und viel besser genau definieren kann, diese Kabellänge brauche ich, um genau dahin zu kommen, um nicht unnötiges Kabelgewurschtel außenrum zu haben. Wir wollen heute nicht direkt nur über das System reden, sondern es soll vielmehr darum gehen, gibt es Sinn, sich sowas dahinzustellen anstatt normaler PC?
Es gibt verschiedene Aspekte natürlich. Also zum einen, ihr kennt es vielleicht, wir gehen mal vom Standard-User da draußen aktuell leider aus, der sagt, na, ich will einen Leo 11, so wie irgendwie jeder gefühlt aktuell da draußen leider. Und dann geht's los, bam, 200 Euro fürs Case. Oh, ich brauche ja noch Lüfter. Dann willst du halt auch nicht irgendwelche Billo-Scheiß 5-Euro-Lüfter da reinbauen, sondern brauchst 9 Lüfter oder zum Teil sogar 10. Und dann sagst du, ja gut, dann nehme ich die Unifans. Bam, 350 Euro nochmal auf den Tisch latzen irgendwie für Lüfter. Und dann hat man schon 500 Euro fürs Case ausgegeben und hat sich noch nicht mal um die Hardware gekümmert. Der Riesenvorteil bei so einem Mini-ITX Open Case ist natürlich, dass wir gar keine Gehäuselüfter haben. Das heißt, die Kosten belaufen sich dabei auf null. Das Hydra Mini Case ist ein sehr interessantes, relativ günstiges Mini Case. Es gibt aber auch zig andere interessante Cases, zum Beispiel das Xtian Proto heißt es, glaube ich. Das gibt es sogar in einer ATX-Variante, wer etwas größer bauen will. Und hat einfach hier die Möglichkeit, 100 Euro auszugeben, ein Gehäuse zu haben und immer Frischluft zu haben, weil das Ding halt einfach offen ist. Da werden jetzt viele natürlich sagen, ja, aber Staubbildung und hier und da. Ja, verstehe euch. Wenn ihr jetzt natürlich Katzen habt oder euer Zuhause halt nicht so extrem sauber ist, ist das Ganze natürlich ein bisschen problematisch mit der Staubbildung. Da will ich euch ganz klar recht geben. Dennoch muss ich sagen, dass ich den PC neben einem Luftreiniger betreibe, um einfach die Staubbildung möglichst gering hier im Raum allgemein zu halten. Natürlich auch die Ablage des Staubes auf dem Open Bench Cases oder Open Cases, die ich aktuell hier am Laufen habe, und kann ganz klar sagen, dass hier, wenn man ab und zu mal das Ding durchpustet, überhaupt keine Probleme entstehen. Also ich weiß nicht, wie lange ihr warten wollt, bis da irgendwie die Staubschicht so dick auf dem Case ist, dann ist euch leider auch nicht mehr zu helfen, egal ob ihr ein normales Case habt oder nicht. Das ist da auch nicht so cool. Von daher finde ich das Problem jetzt eher zweitrangig. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, gehe ich jetzt in Mehrkosten rein, wenn ich mich für ein Mini-ITX Motherboard entscheide? Ja, zum Teil ja. Man hat einfach eine wesentlich größere Auswahl an ATX Motherboards und kann somit, sage ich mal, mit einem Mini-ITX-Board schon ein bisschen mehr Geld hinlegen und hat einfach hier die Möglichkeit, ja, entweder muss man sich ein Case aussuchen, wie das bereits genannte Xtia Proto Case. Das Ganze ist mit ATX-Formfaktor versehen. Hier haben wir Mini-ITX. Die Boardauswahl ist hier etwas geringer. Dennoch hat hier MSI mit dem Z690 Unify Board, ein sehr gutes Board geliefert, was eben alle Möglichkeiten bietet und das Ganze auch noch relativ preisbewusst, will ich sagen. Der weitere Aspekt ist natürlich die Grafikkarte, der Einbau der Grafikkarte mit Riser-Kabel. Gut, bei diesem Case ist jetzt das Riser-Kabel dabei. Das kann man als 3.0 oder 4.0 reinkonfigurieren, von daher hat man hier auch keine Schwierigkeiten. Und die Grafikkartenpositionierung birgt hier jetzt auch keine Probleme kühlleistungstechnisch, weil sie eben separat vom Mainboard selber einen eigenen Luftstrom sozusagen erzeugen kann und somit sehr kühl laufen kann. Wo wir beim Thema Luftstrom sind, Open Case bedeutet immer Frischluft für eure Komponenten, ist natürlich ein Riesenvorteil für Temperaturen von CPU, von der Grafikkarte und vor allem der CPU-Luftkühler. Wir haben hier einfach die Möglichkeit, dauerhaft Frischluft zu haben. Wir haben nie das Problem, dass irgendwie Hitzestau oder irgendwie irgendwas großartig entstehen kann. Die Eigenschaften von so einem PC-Gehäuse sind halt schon verdammt geil. Also ich habe zum ersten Mal so ein Mini-Projekt gebaut und muss sagen, ich fand es schon sehr cool, einfach zu sehen, dass da dieser PC steht, der einfach ein Fünftel von dem PC ist, der da drüben steht bei mir und einfach exakt die gleiche Power hat und wie gesagt wesentlich weniger gekostet hat aufgrund eben seiner Eigenschaften, dass ich keine AIO jetzt unbedingt verbauen musste, wo ich irgendwie komplex die CPU-Temperatur irgendwie abtransportieren muss im Gehäuse, sondern direkt mit einem Luftkühler dauerhaft Frischluft und dauerhaft Wärme rauspusten kann. Und ich war erstaunt, ich habe mir gedacht, okay, dieses Ding ist, keine Ahnung, es ist so groß wie eine Xbox gerade mal. Oder meine Synology-Festplattenlaufwerke stehen eben dran und das ist nicht viel größer. Und ich dachte mir, okay, super geil eigentlich diese Idee. Ob dieses Projekt und ob so ein Open Case für euch was ist, das Ganze würde mich an dieser Stelle natürlich interessieren. Wie viel Leistung oder wie viele Möglichkeiten seht ihr oder wie viel Potenzial in so einem Open Case? Ist es was für euch? Habt ihr Hydra gekannt? Das Ganze würde mich auch sehr interessieren. Oder habt ihr selber so ein Case? Dann definitiv bei uns auf dem Discord das Ding posten. Ich bin nämlich super gespannt und bin sehr interessiert, an welche Builds da draußen noch so rumfliegen mit diesem Formfaktor. Lasst mich wissen, falls ihr ein Projekt starten möchtet, auch auf unserem Discord, da einfach auch mit uns und mit unseren Experten
darüber sprechen, welche Hardware man verbauen sollte. Ihr könnt auch gerne direkt auf mich zukommen. Einladungslink werde ich hier unten platzieren. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal oder bis auf den Discord. Ciao, ciao.